extrémne tesný súboj, dva veľmi podobní bojovníci majú identické skóre, 12 víťazstiev a 5 prehier. Mate Kertész versus Christian Jungwirth. Mate Kertész má za sebou náročné zápasy. Po své porážce s Veličkovičem Kertész navštívil legendární americký gym AKA a učil se tam všemu, co je potřeba, aby dobrý wrestler znal. Tady ta škola v AKA nese své ovoce. A jak jsme viděli v zápase s Kančevem, učil se velmi dobře. Nepustil Bulhara vůbec k ničemu a to stejné bude pravděpodobně chtít aplikovat i v zápase s Jungwirthem. Na to Christian Jungwirth zlomil najprv mentálně doba Pukača a potom porazil Ivicu Truščeka. Christian Jungwirth bude bojovat na domácí půdě, aby vymlátil z Mateho Kertésa konečně svoje vysnívané vítězstvo. Kertész versus Jungwirth, druhý jejich společný zápas. Po tom prvním si Jungwirth myslel, že měl vyhrát. Uvidíme, jestli vyhraje souboj číslo 2. Ja, liebe Zuschauer, die Maincard geht los. Chris the Celt Jungwirth besteigt jetzt hier das Octagon in Frankfurt und zu seinem Intro-Song von den Bösen Onkels bekommt er hier lautstarken Support. Das ist ja unfassbar. Dieser Mann ist mittlerweile einfach ein Star der deutschen MMA-Szene. Heute bekommt er seinen lang ersehnten Rückkampf gegen Mate Kertész. Okay, und jetzt haben wir hier den Ungarn Mate Kertész. Der ist ein brandgefährlicher Contender hier bei Octagon im Weltergewicht. Und das Interessante an diesem Duell, lieber Max Koga, ist, dass der Gewinner dieses Kampfes gegen den Weltergewichtstitel-Champion David the Pink Panther Cosma antreten wird. Das heißt, jetzt geht es um die Titelchance. Und natürlich auch für Christian Jungwirth der nächste große Step und seine Möglichkeit, sich hier für die erste Niederlage der beiden zu revanchieren. Und Kertész ist ein super ruhiger, besonnener Mann, auch wenn er
phasenweise echt High-Quality-Trainingspartner hat. Er ist ab und zu mal in Kalifornien, in San Jose beim American Kickboxing Academy, trainiert dort mit den ganzen fiesen Russen und Dagestanis, also mit Khabib Nurmagomedov, Islam Makhachev, Daniel Cormier. Also er hat gesagt, er war dort zufälligerweise, hat ihm sein Vater die Möglichkeit abgecheckt, dass er dort trainieren kann. Der ist einfach in das Gym reingelaufen und hat gesagt, hey, mein Sohn macht MMA. Und er hat ihn dann dorthin geschickt. Und dann hat er innerhalb kürzester Zeit, ja, ist er fester Bestandteil aus diesem Trainingscamp gewesen. Er hat auch sehr viel davon mitgenommen. Also er hat gesagt, er hat sich noch nie so schlecht im Ring gefühlt wie dort, weil dort halt die absolute Weltelite ist. Ich bin sehr gespannt. Also ich bin wirklich stilistisch sehr gespannt, was jetzt auf uns zukommen wird. Ich meine, mit Jungwirt, er hat es ja letztes Mal gezeigt. Ein unfassbar geiler Hauer. Ja. Leute hat er entertained, das war eine Schlacht. Und jetzt machen wir uns bereit für den deutschen Publikumsliebling hier. Chris the Celt Jungwirth ist am Start. Ladies and gentlemen, we are ready for the main card and our first bout is scheduled for 3 5-minute round in welterweight. Your judges in the cage is Gerd Richter. Let me introduce you both fighters. We start in the blue corner. He is 35 years old. Stands 181 centimeters tall and weighed in at 77.5 kilos. Represents Kong Gym Stuttgart, Dimas Gym Boxer Norlinger, and the coaches in his corner are Oliver Meyer and Dima Ambazumbian. With a professional record of 17 fights, 12 wins and only 5 losses, representing Neruda Cup team Chili Bats, and fighting out of the Germany, Christian the Celt Jungwirth! Und die Halle kocht, ja, gibt's das? Wahnsinn! Wahnsinn, was eine Stimmung! Das ist ja unfassbar. 183 cm tall, weight in at 77.3 kilo. Represents BSK CrossFit Gym. And the coach in his corner is Roland Schultkraut. With a professional record of 16 fights, 12 wins and only 4 losses. Fighting out of Hungary, Mate the cold-blooded Kertész! Und Kertész muss ich hier natürlich auch zuhören lassen. Muss ich hier natürlich auch hören lassen, dass er hier nicht so willkommen ist, wenn es gegen Christian Jungwirth geht. Ja, so ist es hier. Ja. MMA Deutschland. Und ganz besonders in Frankfurt. Ganz besonders in Frankfurt. Aber das ist ja auch die Emotion, die wir an diesem Sport lieben. Es geht natürlich heiß her, es ist aber trotzdem immer ein respektvoller Unterton. Und oh, wow, diese Halle. Das macht mich echt fertig. Junge, direkt mit dem Jab durch die Mitte. Mhm. Und Kertész versucht direkt den Kampf hier auf den Boden zu verlagern. Ja, das habe ich auch, um ehrlich zu sein, jetzt gerade erwartet. Also wir haben hier bestimmt den absoluten Klassiker, ja. Stand-up. Ja, vor allem, Boden. Vor allem gegen so einen absoluten Haudegen wie Christian Jungwirth möchte man, glaube ich, einfach nicht, wenn man nicht komplett lebensmüde ist, möchte man gegen den einfach nicht im Stand kämpfen. Also es ist einfach ein Kraftpaket und der geht durch die Wand durch, mit dem Kopf durch die Wand durch nach vorne. Den interessiert das dann auch nicht, wenn man dabei mal ein paar Treffer nehmen muss. Das scheint er ganz gut abzukönnen. Riesenherz. Riesenherz. Ja. Riesenherz, mittlerweile echt erfolgreich geworden und verliert aber niemals den Boden unter den Füßen. Und Kertész versucht es erneut mit dem Takedown. Kann Jungwirth ihn hier abschütteln? Kertész klebt an ihm hier dran. Jetzt wird es gefährlich. Ja. Jetzt hat er den Takedown. Aber Jungwirth arbeitet sich hier wieder hoch. Das macht er gut. Rückt Kertész Kopf hier weg und fast kommt er wieder in den Stand. Jetzt wird es gefährlich hier. Kertész jetzt aufpassen, dass sein Rücken nicht hergibt. Das ist keine vorteilhafte Position für Christian. Er sollte hier vielleicht versuchen, die Hüfte nach vorne durchzudrücken und den Griff zu sprengen. Aber gegen einen erfahrenen Grappler wie Matti Kertész klingt das sehr viel einfacher, als es dann in der Realität ist.
Aber auch hier die Fans feuern ihren Helden. Christian Jung wird lautstark an. Ja, er holt sich wieder in Underhook, hat ihn gedreht. Jetzt müsste er sich lösen und schön schlagen. Gut gemacht hier von Jungwirth. Klebt aber weiterhin an seinem Gegner Kertész dran. Zermürbt ihn hier mit kurzen Kniestößen auf den Oberschenkel. Beide ringen hier und beide versuchen hier den Underhook zu kriegen. Das heißt, den Arm unter die Achsel des Gegners, um einfach den Oberkörper vom Gegner kontrollieren zu können. Und jetzt mit kurzen Schlägen. Ja. Ecke gibt auch das Kommando, dass er sich lösen soll und dann schlagen. Und beide sind wieder im... Beide sind wieder in der Langdistanz. Jungwirth fintiert den Aufwärtshaken. Oh, harter Uppercut. Mamma mia. Jetzt hat Kertész mal Selbstbewusstsein hier gefasst und ist auch im Vorwärtsgang. Also gut gemacht von Jungwirth. Jetzt hat er ihn. Sehr gut. Headlock. Hat den Front-Headlock. Ah. Und Kertész arbeitet weiter, möchte Jungwirth hier unbedingt zu Boden bringen. Jungwirth lässt den Kopf hier aber nicht los. Aber kommt hier unter die Achsel, um den Takedown zu verteidigen. Das macht er gut hier. Und drückt seinen Gegner hier wieder gegen den Cage. Hat sich gut gelöst. Stark gemacht hier. Sehr vom Bockfinger. Ja, das hat Energie gekostet. Ja. Ja. Das hat Energie gekostet. 100 Euro. Mich überrascht das ehrlich gesagt, dass Martin Kertész immer ansatzlos mit den Takedowns reingeht, ohne die irgendwie mit Kombinationen, mit Boxschlägen vorzubereiten. Er bereitet tatsächlich nichts vor, aber er ist dran. Ja. Also er glaubt halt wirklich auch an dieses System und es ist unangenehm. Ja. Er will auf gar keinen Fall in den Brawl mit Jungwirth kommen. Das möchte man allgemein nicht. Das ist nicht gerade gesund. Aber jetzt stehen beide wieder. Overhand aus der anderen Auslage kurz verfehlt. Mir gefällt es auch, dass Jungwirth gelegentlich mal die Auslage wechselt. Das zeigt, dass er variabel ist, aber der Kick zur Leber hier sah halt schon einigermaßen schmerzhaft aus. Denn wenn er ein Uppercut gut timen würde, wird bestimmt gleich wieder zum Double Leg gehen. Ja. Ich glaube auch, dass Jungwirth die Uppercuts teilweise fintiert, einfach um Kertész davon abzuhalten, für den Takedown zu gehen, weil er dann nämlich nicht in den Uppercut reinrennen möchte. Aber gut verteidigt hier. Sehr schön gemacht von Jungwirth. Hat wieder den Front Headlock, aber Kertész hat immer noch das vordere Bein. Jetzt hat er die Hände hinter den Beinen von Jungwirth zusammen. Vielleicht kann er ihn gleich werfen. Jetzt zieht er das Bein weg, aber Jungwirth ist ja unglaublich, wie stabil der im Stand ist. Also es ist schier ein Ding der Unmöglichkeit, ihn umzuwerfen. Und wir haben gerade mal noch 38 Sekunden hier auf der Uhr in diesem spektakulären Kampf. Und jetzt hat sich Jungwirth wieder gelöst. Das heißt, er ist wieder in seiner... Was ist hier passiert? Der Referee Gerd Richter zieht die beiden kurz auseinander. Das war ein versehentlicher Stich ins Auge. Ja, sowas kann mal unglücklicherweise passieren. Wir sehen es hier nochmal in der Wiederholung. Ah ja, er wollte mit der Führhand rein und hat dann aus Versehen mit dem Finger ins Auge gestochen. Kertész sieht sich das auch nochmal hier bei uns auf dem Videowürfel in der Wiederholung an. Aber ich glaube, mit so vielen lautstarken Fans im Rücken gibt es nichts, was einen Christian Jungwirth hier dazu aufhalten könnte, den Kampf aufzugeben. Er hat jetzt noch kurz Zeit, hier sich von diesem Augenstich zu erholen. Hoffen wir natürlich, dass sein Sichtfeld nicht beeinträchtigt ist. Ja, das kann schon echt ekelhaft sein. Ich hatte das auch ja in einigen Kämpfen bei mir, wenn man dann Finger ins Auge kriegt, das ist unheimlich unangenehm. Ja. Ja, das ist fies. Ne? Man sieht dann teilweise auch Sachen doppelt oder verschwommen. Und, ja. Und es braucht auch. Also man kann nicht erwarten, da draußen ein kleiner Stich und dann kleine Pause. Es braucht auch tatsächlich manchmal ein paar Minuten. Ist auch schon vorgekommen, dass Leute den Kampf abbrechen mussten. Ja. Wegen so einem Augen. Wenn es ganz, ganz fies läuft, dann ist das so. Aber nicht heute und nicht hier. Nicht heute und nicht hier. Und ich glaube, Christian Jungwirth würde auch noch mit zwei Augenklappen hier in den Käfig steigen. Hundertprozentig. Also es gibt wirklich nichts, was den 35-jährigen Bobfinger hier aufhalten kann. Der hat jetzt natürlich bis zu 5 Minuten Zeit, um sich von diesem Augenstich zu erholen. Aber es geht weiter. Und es geht weiter. Jawohl. Kertész wieder in der anderen Auslage. Oh, gibt zum Körper. Beide wechseln die Auslage. Ja. Oh, guter Schlagabtausch. Hier nochmal geschwungen. Oh, harter Uppercut. Ich glaube, der war drin, oder? Und Jungwirth weiter im Vorwärtsgang. Oh, das ist gefährlich. Und hier setzt er nochmal nach. Beide schöner mit Abschluss. Schöner Abschluss. Geil. Klasse Kampf hier von beiden. Wow.
Also so kann es weitergehen. Da hätte ich auch absolut gar kein Problem, wenn der Kampf über drei Runden geht, weil einfach permanentes Dauerfeuer ist. Beide sind am Arbeiten. Ja. Vielleicht mit ein paar weniger Unterbrechungen, das wäre schön. Aber gut, das ist natürlich immer was, da steckt man nicht drin. Das kann es halt im Sport auch mal geben. Und wir schauen uns jetzt noch mal hier gleich ein paar Highlights aus der ersten Runde an. Jungwirtscoach Oliver Meyer aufmerksam hier bei ihm in der Ecke. Und hier sehen wir noch mal die Takedown-Ansätze von Matej Kertész und dieser schöne Ellbogen hier von Jungwirt. Aber schwer zu sagen, wem ich jetzt die erste Runde geben würde. Sehr eng. Gar nicht so einfach. So, wir machen uns bereit für einen spannenden zweiten Durchgang. Die Buchmacher haben mit einer Quote von 1:6 gegen 2:2. Kertész auch im zweiten Durchgang leicht vorne, aber was für ein Start von Junge. Der hat jetzt hier Blut geleckt. Der will hier keine Zeit mehr verschwenden und drückt auf die Tube. Fängt das Bein hier, bringt Kertész zu Boden. Ja, super gemacht. Darf aber hier nicht hastig werden und die Deckung offen lassen. Das ist riskant. Kertész ist ein brandgefährlicher Striker, genauso wie ein brandgefährlicher Grappler. Also der kann auch schon mal den einen oder anderen Knockdown erzielen. Aber jetzt kommt wieder der Takedown-Ansatz. Jungwirt drückt hier Kertész' Gesicht nach oben. Hat jetzt hier die Kontrolle am Kinn. Wow, was für ein Kampf. Guter Move. Dreht ihn hier gegen den Käfig. Und jetzt kämpft Jungwirt mit dem rechten Bein vorne. Er wechselt die Auslage hier wieder. Beide Boxen hier fallen aber in die kurze Distanz rein. Man sieht bei Jungwirt richtig, dass er diese starke Rechte einfach aufladen möchte. Er sucht nach seiner Möglichkeit. Oh! Da kam die Rechte nochmal auf dem kurzen Weg an den Kopf von Matej Kertész. Er muss aufpassen, wenn er so reinrennt, dass der nicht in Double rein, ja, reinläuft. Ja, das ist gefährlich, wenn man so offensiv, ja, nach vorne geht, dass man in diese Double Attack. Die Hüfte ist bereit. Ja, ja, absolut. Lösen und schlagen, lösen und schlagen. Gut gemacht hier. Und jetzt sieht Kertész, ohne dass ich ihn da diskreditieren möchte, sieht es schon etwas verzweifelt aus, weil, ja, keiner der Takedown-Versuche geklappt hat. Und, er wird doch müde. Das ist natürlich frustrierend. Ja? Und da hat Jungwirt jetzt natürlich die Möglichkeit, aus dieser Verzweiflung. Wow! Eine Aktion jagt die nächste. Und dann, Mama mia. High Kick im Wechsel. Gut verteidigt die wieder. Der Takedown. Klasse gemacht von Jungwirt. Also das ist ein ganz, ganz anderer Christian Jungwirt als den wir im ersten Match von den beiden gesehen haben. Jungwirt wechselt wieder in die Rechtsauslage. Kertész in Rückwärtsgang. Und beide versuchen sich hier mit Finden ihren Weg reinzuarbeiten. Aber das ist gefährlich. Ja, die Konter von Kertész sind auch nicht von schlechten Eltern. Ja, 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 auf jeden Fall. Also was würdest du, wenn du jetzt, lieber Max, an Matej Kertész' Stelle wärst, wie würdest du gegen so jemanden wie Christian Jungwirt kämpfen? Weil er halt einfach auch ein Berserker ist, ja? Also er schlägt mit und er will ja auf den Boden. Er muss diesen Double-Leg, müsste er gut teilen. Oh, schöne Kombination. Christian Jungwirt dreht hier jetzt auf. Er erhöht den Druck und der will das jetzt. Ja, absolut. Also er hat auch gar keine Bedenken. Der hat wirklich auch keine Angst vorm Double. Die Hüfte, ja, ist bereit, hier wieder ausgesprawlt. Kertész kam jetzt gerade mal mit zwei Schlägen durch. Aber Christian, ist das echt egal. Jungwirt weiterhin im Vorwärtsgang. Oh, Ellbogen zum Kopf. Ohne Wirkung. Die können aber fiese Cut-Verletzungen öffnen. Und jetzt sehen auch die Schläge von Kertész nicht mehr so ganz mit maximaler Intensität aus. Also der hat jetzt ein bisschen an Explosivität eingebüßt. Und Jungwirt weiterhin sucht sich seine Lücken. Muss aber vielleicht mehr mit Finden arbeiten. Muss seinen Gegner hier müde machen und sich gezielt seine Lücken aussuchen, in die er angreift. Wir haben jetzt hier selber noch mal frisst eine kurze Links-Rechts-Kombination, aber ohne viel Wirkung. Schöne Kombination hier. Aber Kertész bewegt sich auch gut raus. Also sein Head-Movement, seine Kopfbewegung
sind wirklich intelligent. Jungwirth holt ihn direkt zurück in die Fullguard. Oh, er hat ihn runtergeschickt. Wow! Einen kurzen Füße Moment nicht aufgepasst. Wegpushen, wegpushen. Und wegpushen. Jetzt, ja, jetzt muss er es hier für Christian Jungwirth ums Überleben. Und er steht wieder. Er hat noch 40 Sekunden. Und er liebt es. Wow! Und Jungwirth sieht so aus, als hätte er die Fassung wieder. Er ist wieder weit in dem Vorwärtsgang, aber darf jetzt hier... Er muss aufpassen. Ja, er darf jetzt hier nicht fahrlässig werden. Hände sind unten. Und jetzt hat der Kärtisch hier am Käfig. Vielleicht kann er hier auch noch mal mehr Druck aufbauen. Einfach gezielt mit Führhand und Low-Kick arbeiten. Macht das hier gut. Oh, aber er muss aufpassen. Er muss aufpassen. Die Schläge von Kärtisch, die sitzen. Die sind nicht mit 100% Intensität. Oh, gute Rechte hier wieder auf dem kurzen Weg von Jungwirth. Was für ein Duell. Ich glaube das einfach nicht. Er berührt halt oft den Kopf auch. Ja. Weißt du? Ja. Das ist halt so die Sache. Selbst wenn nicht diese eine Bombe kommt, es reicht ja auch, wenn dann... Vier Schläge mit 70% reinknallen, verursachen dann das Gleiche. Es sind trotzdem Schläge, die auf den Kopf gehen. Der Kopf geht nach hinten. Boah, wieder eine enge Runde, schwer zu sagen. Aber dieser Knockdown, kann die Runde gekostet haben. Ja. Also der Kampf steht jetzt auf Messerschneide. Ja. Beide Runden super knapp. Man könnte es 1-1, man könnte es 2-0 werden. Es ist super, super schwierig. Und jetzt kann der deutsche MMA-Star Christian Jungwirth noch mal in der dritten Runde beweisen, aus was für einem Holz er geschnitzt ist. Hier sehen wir noch mal diese ultra starke, super kontrollierte Links-Rechts-Kombination direkt von Martin Kärtisch. Zack. Ja, diese Links-Rechts-Kombo, die saß ein paar Mal in der zweiten Runde. Da muss Jungwirth hochgradig aufpassen. Also wer jetzt auf Nummer sicher gehen will, muss den Sack zumachen. Ja. Finish. Ja. Und wir machen uns bereit für die letzte Runde. In diesem absoluten Vorwärtsgang. Wow. Direkt zur Sache. Offener Schlagabtausch hier von beiden. Wow. Ja, das lieben die Fans. Beide feuern aus allen Ohren. Das gibt es nicht. Kärtisch versucht es wieder mit den Kicks und versucht es mit dem nächsten Takedown. Oh. Geil! Oh. Springt mit den Knie rein. Das ist ja unglaublich, was hier für eine Stimmung in der Halle ist. Jungwirth jetzt mit dem Knie zum Kopf. Setzt nach. Knie und Ellbogen aus der kurzen Distanz. Und die Halle kommt Halle über Max Dauer. Das ist unglaublich. Jungwirth hat ihn jetzt hier am Cage, kontrolliert die Hüfte und macht kurzen Schaden mit Kniestößen auf den Oberschenkel von Kärtisch. Das heißt, er hat ein klein wenig Zeit hier zu verschnaufen. Aber natürlich sind die beiden bestens vorbereitet. Und da ist auch noch nicht wirklich zu sehen, dass die beiden hier Konditionsprobleme haben. Also es kann weitergehen mit einem wilden Feuerwerk. Oh! Jetzt kann er nachsetzen. Oh. Headkick und direkt danach die Links-Rechts-Kombination. Kärtisch versucht sich hier kann Jungwirth jetzt hier nachsetzen? Er darf Er muss nachsetzen. Jetzt. Und Kärtisch hier mit den Händen unten. Wow. Genau das, der Uppercut. Jungwirth muss jetzt nachsetzen. Der Uppercut sitzt, wenn er ihn schlägt. Und bei Kärtisch ist der Mundschutz raus. Und die Fans pushen ihn hier in den Vorwärtsgang. Das ist... Ich habe sowas seltenst erlebt. Wow, was für ein Kampf. Jungwirth hat ihn jetzt hier wieder in der Ecke. Kurze Schläge und kurze Knie. Jetzt löst er sich wieder. Kurz noch zu gehen. Und dann geht es weiter. Kärtisch versucht es wieder mit kurzen, schnellen Links-Rechts-Kombinationen. Oh, das ist ein Hin und Her. Wirklich. Wow. Was für ein Feuer. Wieder die rechte Overhand von Christian Jungwirth. Und er holt jetzt noch alles raus, was er hier in der Reserve hat. Der 35-jährige Bobfinger wird hier von seinen Fans nach vorne gepeitscht. Versuch sie noch mal mit dem Highkick. Also Max, wen siehst du in der dritten Runde vorne? Das ist ein super interessanter Kampf. Beide hatten ihre Momente hier. Auf jeden Fall Christian. Also er macht mehr Druck.
Der hätte besseren Treffer gehabt. Und die dritte Runde, wir haben jetzt über die Hälfte gesehen, geht meiner Ansicht nach auf jeden Fall aus der Runde. Und auch hier mit dem Schulterstoß ins Gesicht, das ist eine fiese Jetzt kann er hier zum Rücken gehen. Oh, kurze gut. Schläge hier, gut gemacht. Aber auch Kertesz, der ist zäh. Darf sich nicht drehen lassen. Und wir haben noch zwei Minuten hier in diesem Spiel. Schon den Käfig drücken lassen. Und der kommt hier. Frankfurter Schellen. Hier gibt es Frankfurter Schellen, Leute. Frankfurter Schellen, das hat er von Mad Max Koga, meinem Kommentatorenkollegen hier, feinst übernommen. Ja, mit dem Handball ins Gesicht von Matej Kertesz. Und jetzt kann er sich hier vielleicht auch wieder lösen. Aber kontrolliert Kertesz hier gut gegen den Käfig. Ja, er ist permanent am Arbeiten. Viele kleine Aktionen, Knie. Jetzt hat er den Rücken. Jawohl. Und Junge wird jetzt hier nochmal lautstark angefeuert. Es ist natürlich auch die Frage. Vielleicht gelingt ihm hier der Take und jetzt hat er den Rücken. Es ist natürlich auch die Frage, lieber Max Koga, wie bewerten die Judges, die Kampfrichter, die ganzen verteidigten Takedowns? Denn auch das ist natürlich ein Zeichen von Christian Jungwirth, dass er signalisiert, wo der Kampf stattfindet und dass er die Dominanz hat. Mit dem Ellbogen. Wow. Eine Minute noch. Eine Minute. Eine Minute noch in diesem Feuerwerk. Vielleicht findet dieser Kampf noch mal auf den Boden. Aber jetzt haben wir beide wieder im Stand und beide wieder am Feuer. Nur am Vorwärtsgehen. Das ist Jungwirth, es, was geht nur nach vorne. Gute Kombi hier. Schöner Frontkick von Kertesz. Schaffer. Kurz reingesteppt. Und Jungwirth arbeitet wirklich gut mit den Ellbogen hier in der kurzen Distanz. Das gefällt mir ausgesprochen. Christian Jungwirth will dieses Ding gerade mehr. Ja, das absolut. Absolut. Ellbogenstöße. 30 Sekunden noch haben wir hier auf der Uhr. Jetzt geht er für Takedown. Wenn er das Ding holt, dann ist das... Schade, hat er wieder nachgelassen. Und der Ellbogen wieder aus der kurzen Distanz. Ein absoluter Krieg von Anfang bis Ende. Und die letzten 10 Sekunden laufen jetzt. Und die Fans lieben es. Die alle kommen. Alle stehen. Beide feuern hier mit offenem Visier. Diese kurzen Ellbogen. Sehr geil. Sehr geil. Unglaublicher Kampf. Judges score this fight. All three judges score this fight 29-28. All for the winner, who's coming from the red corner, Matej Cold-Blooded Kertesz. Matej Kertesz, what a fight!
We know he's on German soil. The crowd aren't happy with that, but you gave us an epic battle once again. Wait. Listen. How impressed were you with Christian Jungwirth in this fight? In particular, his takedown defense. Yeah, he was really good. Listen. Mate, how much respect do you have for that man after that fight, particularly those rounds in this rematch? It was a good fight. Yeah. Yeah, like, as I told you before the fight in the interview, that I know that Christian is a very aggressive fighter and he has a really good cardio and he will just keep coming. In the first and second round, I felt like I was keep going to win those rounds. And even the second round, I had that knockdown. But I went for finishing him. And as you see, it killed my stamina a little bit for the third round. Also er sagt zunächst mal, hat einen riesen Respekt vor Christian Jungwirth. Der Kampf war extrem knapp auf Messerschneide, hätte so oder so ausgehen können. Also er bedankt sich auf jeden Fall bei Christian Jungwirth für den Kampf. Listen, Mate Kurtis, whatever this is, you just gave this crowd alongside Christian Jungwirth a fantastic battle. Nothing but respect. I want to say thank you for the crowd and I really know how this is feel about because I had the same match where the crowd was totally like this, but they were with me. Now I feel the side of Bojan, so it really sucks. Well, listen, thank you for the performance. Mate Kurtis! Von Octagon MMA geht weiter. Nach zwei ausverkauften Events in Frankfurt und der Aufstellung eines Besucherrekords für MMA-Turniere zieht Octagon in die nächste Stadt. In die bayerische Metropole München. In den Audi Dome. Auch diesmal werden die größten Stars von Octagon MMA nicht fehlen. Elite-Kämpfer aus Deutschland. Und junge Talente aus ganz Europa. Am 11.02. im Audi Dome München. Tickets im Vorverkauf bei Ticketmaster.de.